Hallo zusammen, hier ist der Chef-Oberboss und nachdem wir jetzt hier dieses TT-Combat-Gelände zusammengebaut haben, habe ich es mit ganz normalem Baumarkt-Schwarz-Grundierungsspray, aber Seidenglanz, Buntlack, auf Kunstharzbasis grundiert. Und ganz wichtig ist, dass es Seidenglanz ist und nicht Hochglanz. Man sieht es auch an dem Deckel, der ist nicht glänzend, sondern matt, und dann kann man das für Gelände sehr gut benutzen. Die Brücke habe ich ja variabel gelassen, so dass ich sie anders zusammenbauen kann. Und ja, ich bin jetzt hier mit dem Spray überall so einmal drüber gegangen. Wer es ganz deckend haben will, man sieht es hier so ein bisschen, ist noch ein bisschen das Holz durch scheinbar. Oder scheint an manchen Stellen noch ein bisschen das Holz durch. Dann geht man einfach zweimal drüber. Ich habe das jetzt 24 Stunden trocknen lassen und es fühlt sich noch so ein ganz kleines bisschen klebrig an. Man hört es auch so ein bisschen, aber ich denke, man kann jetzt schon drüber malen. Aber ich würde auf jeden Fall 24 Stunden das draußen stehen lassen. Das stinkt auch ziemlich. Dann gehen wir direkt an die Bemalung. Wir nehmen jetzt Army Painter, Gunmetal und einen großen Brunnen, Trockenbürstpinsel. Und gehen jetzt, der sollte nicht zu trocken sein, gehen jetzt hier locker drüber. Und schon verwandelt sich das Holz in Metall. Könnte das natürlich jetzt auch andersfarbig machen, zum Beispiel rot, blau, grün oder wie auch immer. Ich will es aber neutral haben und nachher stehen da ja eh coole Figuren drauf. Von daher am einfachsten ist eh Silber, von daher malen wir es jetzt erstmal Silber an. So sieht das doch schon mal richtig gut aus und nicht mehr nach Holz, sondern wirklich nach Stahl. Also eine richtige Stahlkonstruktion, massiv und ja, vom Holz sieht man gar nicht mehr viel. Das kann man jetzt so einsetzen und kann schon ein paar Spiele mitspielen. Ist ja noch modular, kann man also hier in der Mitte abnehmen und neu zusammenbauen. Und ja, wer will, aber kann auch noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken und dann sieht es nachher noch besser aus. Als nächstes nehmen wir Weapon Bronze und malen damit Details an. Hier zum Beispiel diese, ich weiß nicht, was das ist, Bodenmarkierung. So wie hier die Markierung an der Seite. Dann diese Querstriche. Und das Gitter, wer Lust hat, kann das noch gerade so ein bisschen trocken bürsten. Wenn das Bronze getrocknet ist, dann kann man optional noch mit ein bisschen Darkton alles kurz ein bisschen waschen. Dann sieht es ein bisschen unsauberer aus. Ein bisschen zufälliger und nicht ganz so fabrikneu. Das geht relativ schnell. Muss man auch nicht an anderen Stellen machen. Der braucht auch gar nicht so viel Farbe. Jetzt sieht das Teil schon ganz gut aus. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzubrechen, werden wir jetzt noch Typhus Corrosion nehmen und einfach so ein paar Rosteffekte aufbringen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Muss man auch nicht machen, ist optional. Ich finde, es sieht dann immer noch mal ein bisschen realistischer aus. Gibt auch andere Rosteffektfarben von AK Interactive zum Beispiel. Ist auch sehr schön. Aber das ist so mit der einfachste Rosteffekt, den ich jetzt kenne. Und der sieht trotzdem gut aus.
gut trocknen lassen. Kann auch so mit dem Pinsel tupfen. Das sieht auch ganz gut aus. Wenn das Typhus-Groschen getrocknet ist, dann nehmen wir das geliebte Rüßer Rust, die Trockenfarbe, und gehen einfach ganz locker an einigen Stellen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger über das getrocknete Typhus-Groschen drüber. Und dann bleiben da so unregelmäßig diese orangenen Rüßer Rust-Partikel hängen und das sieht eigentlich aus wie so ein bisschen Flugrost. Und ja, macht das Ganze noch mal ein bisschen realistischer. Und dann sind wir eigentlich fertig. Das Ganze wird dann nochmal gemattlackt, aber wirklich nur mit einer ganz dünnen Schicht, weil so viel Abrieb sollte man da eigentlich nicht haben. Und ja, dann kann man es auf dem Spielfeld einsetzen. Mit wenigen Abziehbildern kann man übrigens hier schöne Details noch schaffen und das macht das ganze Geländestück dann auch noch stimmungsvoller. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Tutorial. Es war ja ein ziemlich einfaches Bemaltutorial, sieht aber trotzdem sehr gut aus und es wird auf jeden Fall in nächster Zeit noch mehr MDF-Gelände von TT Combat geben. Ich würde mich über euer Feedback freuen, über einen Daumen hoch. Und ihr könnt mir auch immer gerne Bilder zuschicken an meine E-Mail-Adresse chefoberboss75@gmail.com. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chef Oberboss. Macht's gut. Tschüss.